Hallo und willkommen bei den How-To Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dem iPhone 15 Pro ein Software-Update vornehmen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, regelmäßig nach Software-Updates zu schauen und diese auch auf jeden Fall vorzunehmen, damit das iPhone eben immer auf dem neuesten Stand ist, gegebenenfalls Sicherheitslücken geschlossen werden und so weiter. Also das ist sehr wichtig. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen. Und dann steht hier auch oben gleich Software Update. Das heißt, es ist auf jeden Fall eines verfügbar. Da tippen wir dann drauf. Ich habe die automatischen Updates aktiviert. Das heißt, nachts, wenn mein Handy am Ladekabel sein sollte, wird das Update von selber vorgenommen. Das könnte bei euch natürlich auch aus sein. Wir haben jetzt hier iOS 17.3.1. Und dann steht hier auch, was es für Änderungen gibt. Also dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone, einschließlich Text kann bei der Eingabe unerwartet doppelt angezeigt werden oder sich überlappen. Genau, hier wäre das automatische Update, was halt nicht immer funktioniert. Deswegen tippe ich jetzt auf Jetzt aktualisieren. So, lasst euch da nicht verunsichern, das kann auf jeden Fall ein Weilchen dauern. Bei uns ist es jetzt schon fast 2 Minuten. Je nach Größe des Updates kann das mal länger, mal kürzer dauern. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen ab und spule das Ganze ein wenig für euch vor. So, insgesamt hat es jetzt ungefähr 3 Minuten gedauert. Hier steht es auch gleich, Software Update, dein iPhone wurde auf iOS 17.3.1 aktualisiert. Jetzt entsperre ich das Gerät und muss auch die SIM-PIN eingeben. So, wenn ich jetzt in die Einstellungen gehe, steht hier nichts mehr von dem Software-Update. So, das heißt, unser iPhone befindet sich wieder aus dem neuesten Stand. Und ich hoffe, dieses Video zum Software-Update vornehmen auf eurem iPhone 15 Pro hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!